Schatzi, was machst du da? Ich habe ein bisschen was gekauft. Aha, schon wieder ein Paket? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe dir schon mal gesagt in einem meiner letzten Videos, dass ich für einen Anlass, den ich im Juli habe, ein Kleid gebraucht habe. Natürlich, als ich so ein bisschen recherchiert habe, konnte ich nicht nur ein Kleid bestellen, sondern haben ein bisschen mehr bestellt für Sommer, weil Sommer kommt, dann kommen halt diese Glückshormonen und man will ein bisschen schöner, ein bisschen freier, ein bisschen mehr Haut zeigen, ein bisschen mehr Farbe. Und ja, ich habe die Zeit genutzt, dass es halt viel reduziert war, dass sehr viele schöne Modelle halt raus waren bei einem meiner Lieblingsshops. Und deswegen dachte ich mir, okay, dann bestelle ich mal, gucken, was bleibt, was bei mir bleibt und was nicht, weil es kann sein, dass irgendwas wunderschön aussieht, aber überhaupt mir gar nicht steht. Das werden wir jetzt hier zusammen entscheiden. Ich freue mich, dass du da bist, und wenn du auch irgendwas Frisches brauchst für den Sommer, dann bist du hier genau richtig. Und ich würde sagen, ich wünsche dir einfach nur viel Spaß mit dem Video. Und übrigens, bevor das Ganze hier losgeht, das ganze Verrückte hier, weil es ein sehr großes Paket, wir werden dir alle Teile in der Infobox verlinken, damit du einfach ganz schnell klickst in den Warenkorb und dann schnell. Weil die Sachen sind immer ganz schnell ausverkauft, weil die einfach super geil sind. Deswegen mache ich das einfach so. Klickst du einfach drauf und gehst du direkt. Ja, einfach viel Spaß mit dem Video. Ich habe es gesehen und ich habe mich sofort verliebt, als ich das in dieses Online-Shop gesehen habe. Und jetzt habe ich das angezogen. Oh Gott, wie wunderschön ist dieses Kleid, bitte. Und das ist so eine weiche Stoff. Also es ist, man denkt, es ist vielleicht so warm, aber es ist überhaupt nicht sehr luftig. Und jetzt kommt, hier ist ein bisschen so hochgeschlossen, aber ich liebe, wenn die Sachen so freie Rucke haben. Ich liebe das. Und das sieht einfach nur wunderschön aus. Also ich finde, und diese Spillnetz zwischen Schwarz und Weiß, das sind genau meine Farben. Es fühlt sich sehr gut an. Das Weiße ist auch durchsichtig. Also entweder trägt man Hautfarbe unter Wäsche unter oder Weiß. Aber ich glaube, Weiß wird man sehen. Es ist sehr durchsichtig, aber es ist auch etwas für Strand, für Urlaub. Man kann in die Kamera sogar hier mein Sloopy sehen. Also es ist halt was mit einem Bikini darunter, also für solche Anlässe. Aber ein wunderschönes Kleid. Also ich habe mich echt verliebt, und die Stoff, also es fühlt sich sehr gut an. Und dieses Detail hier so für, ja, abends essen gehen oder so, wunderschön. Richtig schön. Also, mega. Und es ist lang. Also es ist wie meine Füße. Also richtig lang. Aber es fühlt sich sehr gut an. So, dieses Kleid würde ich zum Beispiel mit diesen Schuhen kombinieren. Das sind jetzt voll im Trend. als das rauskam, habe ich mir gedacht, niemals. Also das ist nichts. Aber jetzt komme ich halt nicht vorbei. Ich wollte auch haben. Ich probiere das jetzt und ich verlinke dir oder zeige dir hier ein Foto, wie es aussieht. Nächstes Kleid heißt Sommer. Das sind wirklich absolut Sommerfarben. Die Stoff ist wunderschön, ist sehr leicht. Es macht eine schöne Figur. Es sind halt sehr viele Farben, ne? Also das muss man mögen. Ich mag das. Es ist nicht so lang, also ein bisschen, ja, unter das Knie, aber jetzt kommt, das ist ein Traum. Also, ich liebe solche Art von Kleider. Ich glaube, das hast du schon verstanden. Ich gehe so ein bisschen weiter weg. Siehst du hier, endet das Kleid. Also es ist nicht so lang, aber es ist auch nicht kurz. Also es ist nicht so, dass Luft kommt und du auf einmal alles frei ist. Nee, also es ist sehr schön. Es fühlt sich sehr gut, und es gab in diese Farbauswahl, also sehr viele Farben, aber es gab auch nur in Braun.
wenn du denkst, du willst halt lieber nur eine Farbe. Also hier, ich weiß nicht, ob das in die Kamera rüberkommt. Hier, es ist halt so offen halt, dass das mal ein bisschen Haut zeigt. Aber es ist halt nicht viel, aber dieses hier oben, das sieht so wunderschön aus. Hier so oben, so geschlossen. Und dann hast du hier oben so zum Schließen. Hier. Das heißt, also es wird halt nichts frei oder so. Natürlich kannst du kein BH tragen. Dann kannst du hier was so drauf machen, dieses Bett, die man hier vorne macht. Aber ich bin verliebt, also ich finde es wunderschön. Und natürlich gibt kein Sommer ohne so einen Hut. Wir müssen unser Gesicht von der Sonne schützen und deswegen wollte ich sowas Schönes, Frisches, Großes, die nicht so Druck, weil ich sofort Kopfschmerzen kriege. Aber das passt ab, das ist einfach. Ich bin so in love, also ich freue mich so sehr. Ich finde das wunderschön. Und dieses Hut, ich wusste nicht, wie ich das anziehen soll, aber jetzt in diese Kombi, also ich finde, das passt super. Und da habe ich keinen Stress, dass ich super viel Sonne kriege. Und es sieht einfach nur, ich weiß, es gibt Menschen, die das eher so tragen, so nach hinten. Aber ist nicht so meins. Eher so. Mega. Also. So. Hier habe ich für dich das nächste Kleid. Das ist ein sehr lüftiges, schönes, braunes, langes Kleid. Und wie fast alle Kleider, eine wunderschöne Rucke. Ja. Ich glaube, ich habe so viel Lust, in Urlaub zu fliegen und auf den Strand oder in den Strand zu liegen, dass ich halt fast nur Strandkleider bestellt habe. Aber ich glaube, das kann man trotzdem cool kombinieren und trotzdem unter die Woche anziehen. Es ist, ich sehe das jetzt nicht, aber es kann sein, dass es ein bisschen durchsichtig ist. Muss man gucken, was man runter anzieht. Aber für Garten, für zu Hause, für chillig, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Kleid. Vielleicht mit einem Blazer kann man das schon ein bisschen für einen besonderen Anlass kombinieren. Und ich finde es einfach wunderschön. Und es hat so Details. Ich weiß nicht, ob das drüber in die Kamera kommt. Aber hier hat es so schöne Details. Und ist auch lang. Ich liebe lange Kleider. Habe ich mir gedacht, ich kann das mit diesen Schuhen kombinieren. Das ist halt auch so die Farbe, die Optik. Und wir machen das gleiche. Ich probiere die und dann bilde ich dir das hier, wie es aussieht. Aber die, ich glaube, die sind richtig, richtig schön bequem. Ton in Ton. Lieben wir. So, ich bin wieder da. Ich habe mein Lieblingskleid wieder angezogen. Es ist einfach, ich liebe es. Es gab drei Teile, die nicht gepasst haben und eine, die mir gar nicht überzeugt hat. Deswegen zeige ich das gar nicht, brauche ich das gar nicht zeigen. Aber dieses Kleid wunderschön und die Schuhe, die ich gerade anhabe, die sind wunderschön und man kann drin laufen. Das sind diese hier. Also, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Also richtig gut. Richtig gut. Und dann habe ich die braune, die du schon gesehen hast, im Weiß geholt. Weil ich habe halt weiße Sneaker, aber ich habe keine weiße Sandalen und dann wollte ich halt ja irgendwas Schönes, Bequemes, die halt cool aussieht. Und ich finde, die sind halt voll geil. Die sind richtig cool und mit dieses Kleid einfach passt perfekt. Ja. Also ich freue mich mit meiner Auswahl. Ich habe richtig coole Sachen dabei. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, du hast Inspiration bekommen. Ich sag's dir, dieses Kleid wirklich, wenn du auf solche Farbe stehst, musst du dieses Kleid angucken und bestellen, weil es macht eine wunderschöne Figur. Es ist sehr luftig und ja, es ist lang, aber nicht so lang, dass du die Beine nicht bewegen kannst, weil es hat so einen Riss an die Seite. Also ich bin sehr, sehr, sehr überzeugt, sehr begeistert von dieses Kleid und alles, was ich behalte. Also richtig, richtig cool. Ich freue mich sehr. Danke, dass du da warst. Danke, dass du das Video bis hier angeguckt hast. Vergiss nicht, das Kanal zu abonnieren. Hinterlass uns einen Daumen nach oben. Wir freuen uns immer sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns in einem unserer nächsten Videos. Tschüss.